Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Diablo 3. Ja, und zwar machen wir mal heute etwas anderes. Und zwar spiele ich nicht mit der Softcake. Wo ist sie? Da oben. Heute spielen wir mal nicht mit ihr. Und zwar heute spielen wir mit meiner Zauberin Stufe 60. Ich würde sie gerne euch mal so vorstellen. Und ja, dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob sie halt, keine Ahnung, ob sie gut ist, ob sie klarkommt im Spiel. Auf jeden Fall habe ich mit ihr schon Inferno durch. Ja, eigentlich habe ich das schon alles durchgespielt, von normal bis zu Inferno alles durchgespielt. Und ja, und jetzt haben wir ja auch, wo sieht man denn das hier unten? Hier die 5. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung. Also man kann sozusagen weiter leveln. Natürlich nicht mit dem normalen Level. Also normalerweise sind wir alle jetzt, wenn wir durchgespielt haben, auf Stufe 60. Und das sind irgendwie Bonus-Level. Ich habe keine Ahnung. Dann, ihr wisst das vielleicht besser als ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das irgendwie Bonus-Leveln. Und ja, meine Bonus-Leveln habe ich schon, ja, halt, bis 5 habe ich halt erreicht. Und jetzt wollte ich euch mal das so zeigen halt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie kann ich denn das jetzt? Achso, ja. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich so alles so habe von Rüstung. Und ja, meine Waffe und so könnt ihr mal alles sehen. Ich zeige euch das mal jetzt. Also, Stärke brauche ich als Zauberin nicht. Geschick brauche ich auch nicht. Ich brauche nur Intelligenz und Vitalität und eigentlich auch Rüstung. Weil, wenn man keine Vitalität und keine Rüstung hat, dann haltet man auch nicht viel durch. Und bei mir ist das leider der Fall, weil ich habe eigentlich zu wenig und deswegen sterbe ich auch manchmal echt früher. Ja, Schaden habe ich 46.000. Reicht mir eigentlich vollkommen, weil ich ja noch mit dem Buff kann ich es dann halt erhöhen bis auf, keine Ahnung, 60 oder so. Ich weiß jetzt nicht so genau. Das sehen wir dann auch jetzt gleich. So, meine Fertigkeiten sind Schockimpuls. Ja, durchschlagende Kugel ist die Rune. Fertigkeit, Arkane Kugel und die Rune Auslöschung. Hydra, das Hydra ist eigentlich Gifthydra. Das ist besonders gut, wenn wir gegen Boss antreten. Da hilft das eigentlich ganz gut. Und ja, halt Gifthydra und Energierüstung. Das ist, das erhöht unseren Widerstand, glaube ich. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Muss ich mal gleich nachschauen. Auf jeden Fall erhöht es, glaube ich, unseren Widerstand. Alle Widerstände werden erhöht. Was steht da? Prismatische Rüstung. Ja, und Vertrauter. Der hier, also Vertrauter verursacht auf jeden Fall mehr Schaden. Wenn ich das hier aktiviere, mache ich dann halt auch mehr Schaden. Funkenflug. Und mächtige Waffe. Ja, mächtige Waffe ist halt genauso wie Vertrauter. Der sorgt dafür, dass ich auch halt mehr Schaden mache. Ja, und inspizieren. So, und das sind halt meine Rüstungen. Die sind jetzt nicht so besonders gut, aber naja, passt schon eigentlich, weil ich komme auch eigentlich relativ gut zurecht mit meiner Zauberin. Aber halt, das ist halt ein bisschen Kacke, sage ich mal. Das ist halt nicht so viel aushalte manchmal. Kommt drauf an halt, in welcher Position ich mich befinde. Auf jeden Fall habe ich hier Talrasha Soradrim Wappen mit 178 Intelligenz und 82 Vitalität plus 312 Rüstung, 15 bessere Chancen, magischen Gegenstand zu erhalten. Das ist eigentlich schon mal gut, finde ich. Legendärer Schulterschutz, das ist, ja. Ich habe das halt alles jetzt nur genommen, also gekauft, beziehungsweise wegen 14 bessere Chancen, magischen Gegenstand zu erhalten. Also das habe ich auf jeden Fall gekauft. Das habe ich auch gekauft, glaube ich. Oder ich habe das gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, und hier auf jeden Fall ist es auch ganz super. Die hat eigentlich keine Intelligenz, aber dafür 71 Widerstand gegen alle Schadensarten und das brauche ich auf jeden Fall. Und 26% kritische Trefferschaden. Ja, und kritische Trefferchance um 10% erhöht. Das ist auch ganz toll. Meine Ringe ist eigentlich von Stufe 53, aber sorgt dafür, dass ich halt Schaden mache. Ja, mein Gürtel. 142 Intelligenz plus 154 Vitalität. 14 bessere Chance, manchen Gegenstand zu halten. Könnte besser werden, aber ja. Also könnte besser sein, aber naja. Meine Rüstung. 51 Stärke brauche ich nicht. 147 Intelligenz plus 42 Widerstand gegen alle Schadensarten. Das braucht man auf jeden Fall. Und ja, drei Sockeln. Und da habe ich zwei 46er Runen drin und einmal 42er. Mein Amulett, 192 Intelligenz, 19 bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten und kritische, oh, ich kann es nicht aussprechen, kritische Trefferchance um 6,5% erhöht. Das ist auch ganz gut. Armschienen, 178 Intelligenz, halt 17 bessere Chance, magischen Gegenstand und so ein Pipapo. Meine Ringe, 63 Intelligenz, Angriffsgeschwindigkeit um 6 erhöht, kritische Trefferchance um 3, und halt eine Rune. Meine Hose hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Ja. Oder keine Ahnung. Ja, die Hose halt 159 Intelligenz, 13 Chance und halt Sockeln mit Runen drin. Das ist mein Schatz, das ist mein Zweihandstreitkolben. Die habe ich auf jeden Fall gefunden nach nach diesem neuen Patch jetzt. 1, keine Ahnung, 1,40 oder so. Sowieso dieser Patch draußen ist, ist dieses Spiel einfach. Macht es eigentlich mehr Spaß zu spielen, weil, keine Ahnung, man findet auch jetzt bessere Sachen, finde ich. Also das ist der Beweis. Zweihandstreitkolben plus 252 bis 434 Heiligschaden plus 49% Schaden, 142 Geschicklichkeit brauche ich nicht, aber dafür habe ich 208 Intelligenz und plus 110% kritischer Trefferschaden. Und von 1229 bis 1610 Schaden. Ist eine Zweihandwaffe. Ich hatte eine Einhandwaffe, die war auch irgendwas mit 1000. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit 1000. Dann habe ich halt die. Und ja, also ich hatte eine Einhandwaffe und dann hier hatte ich eine Kugel. Also ihr wisst, was ich meine, diesen Zauberkugel. Die hat auch relativ viel Schaden, aber seitdem ich halt das gefunden habe, hat das einfach meine Einhandwaffe und mein Zauberkugel einfach, ja, besser halt, ist besser als die beiden gewesen, sozusagen. Als meine Einhandwaffe und als mein Zauberkugel dort. Ja, und jetzt versuche ich mal kurz bisschen mit ihr in einer Gruppe zu spielen. Und damit ihr einfach sieht, wie sie so halt so ist, wie viel Schaden sie macht, wie viel sie aushält. Ja, einfach mal nur so zum Präsentieren meiner Zauberin. Eine Zauberin. Na? Ja. Wer ist denn online? Ach, Bambus. Bambus LP ist gerade online. Okay. Alles klar. Öffentliche Spiele. Das oberste Übel. Eigentlich könnten wir mal gegen Diablo spielen, aber das würde ziemlich lange dauern, denn bis wir bei Diablo sind, dauert das ziemlich lange. Deswegen machen wir mal so, dass ich halt einfach irgendwo in irgendeinem Level spiele jetzt mit einer Gruppe, um zu schauen, wie das halt so ist. Dann starten wir auch mal. Okay. Okay, da sind wir auch schon. Wir haben zwei Barbare in unserer Gruppe und ja, und noch einen Zauberer. So, schaut mal ganz kurz hier, mache ich 53, ja, 53.000 normalerweise, ne? Und jetzt mit meinem Buff 66.000 Schaden. Ach, ich habe bei hier noch einen Stiefel. Schau ich mal ganz kurz.
Ja, nicht so der Burner jetzt, aber. Hier zum Beispiel eine Einhandwaffe, 748 Schaden. Also, das gibt es wirklich tolle Sachen, auf jeden Fall. Findet man auf jeden Fall gute Sachen. Schmiedeplan. Dann packe ich das mal hier ganz schnell alles rein. Hier eine Einhandwaffe, wenn jemand möchte, einfach anschreiben. Okay, Leute. Hier habe ich auch. Ich habe also jede Menge Waffen. Wenn ihr irgendetwas benötigt, schreibt mich einfach an. Ja, seltene Quelle. Auf jeden Fall, die hatte ich vorher. Die macht plus 80 bis 354 Schaden, 171 Intelligenz plus 119 Vitalität. Die ist aber leider nicht zu verkaufen. Die benötige ich vielleicht später noch. Und hier habe ich ja einen Kopfschutz. Der bringt mir eigentlich mehr Schaden, aber mental rächer, ich weiß nicht. Ich will den nicht absetzen, weil der 15% bessere Chance magischen Gegenstand so also hat. Nee, den will ich eigentlich. Aber ich versuche mal ganz kurz, wie viel Schaden ich damit machen würde. Schauen wir mal ganz kurz. 69.000 Schaden. Ja, 3.000 Schaden mehr. Aber ich bleibe bei meiner Talracha, die sieht auch einfach schöner aus. Ich werde bestimmt bis dahin bessere Sachen finden, auf jeden Fall. Wie sieht denn das eigentlich aus? Was ist denn das? Ist das ein so Hörner? Ich zoome mal ganz kurz ran. Ach, das sind ja diese Hörner. Das sieht eigentlich auch ganz toll aus. Aber ja. Ich bleibe halt bei meiner Zauberin. Die kommt hier runter. Also ich habe jede Menge Zeugs, Leute. Wenn ihr irgendwas benötigt, schreibt mich einfach an. Ich habe jede Menge Waffe zur Verfügung. Waffen zur Verfügung. Wenn ihr irgendetwas benötigt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann können wir auch natürlich gerne handeln. Keine Sorge, ich verkaufe nicht für, ich verkaufe nicht teuer. Okay. So, und los geht's. Ich hab's übertrieben verlernt, irgendwie zu spielen. Okay, der ist zwar tot. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie krepiere, weil das leckt auch gerade ein bisschen. Ach, komm schon. Sind wir schon tot oder was? Oh, no! Scheiße. Ja, es leckt jetzt etwas, weil vorhin hat auch jemand hier in der Gruppe geschrieben, dass es leckt. Mein Verbündeter ist fort. Die Gegner, die ich bekämpfen muss, werden nun schwächer sein. Ups, ich versuche dabei, mir irgendwie reinzukommen. Ach du Scheiße. Hey! Ich brauche Heilung. Scheiße. Ich komme ja gar nicht klar. Oh, fuck! Ach, je. Jetzt denkt ihr bestimmt, aha. Aha. Sie will ihre Zauberin präsentieren, aber ich hab's mit dem die taugt nichts. das war nichts für mich. Zu viel. Natürlich nicht, Leute. Ich halte schon etwas durch, aber jetzt ist irgendwie komisch dort. Weil alle irgendwie alle Eliten haben sich jetzt hier gesammelt. Und es leckt fürchterlich gerade, weil ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb. Ich bleib mal kurz einen Augenblick hier stehen. Okay, die haben es auch schon erledigt. Verderbnis ist hier sehr viel. So, und los geht's. Verdammt! Oh shit, ich hab einfach nur Schiss. Du verdammter Kackhaufen, Alter!
Mann, ich krepier hier. Verzieh dich. So, was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir mal mit. Benötigen wir natürlich nicht. Ja, da hat gerade einer Gold bekommen. Ich hab's leider nicht, weil ich keinen Buff hier habe. Ich habe nur einen Buff. Einen Nephalem-Buff. Ey, warum leckt das denn so fürchterlich jetzt, ey? Das gibt's doch nicht. Au! Mist, ey. Kommt mich einer vielleicht wiederbeleben? Nee, anscheinend nicht. Oh, verdammt. Muss mal kurz in die Stadt teleportieren.